willkommen zurück zu Let's Play Mirror's Edge. Nicht wie geplant mit dem, mit meinem Gamepad. Nein, denn dieses Spiel wurde ja so schön entwickelt, dass man, dafür einen Xbox-Controller braucht. Wir sollen dort hoch. Ja, so scheint es auch zu gehen. Ich weiß gar nicht, ob das der reguläre Weg war, den ich jetzt gewählt habe. Aber hey, was soll's. Ich meine, wir sind auch so hier hochgekommen. Da ist auch wieder. Ja, ärgert mich natürlich ein bisschen, genauso wie dieses Standbild jetzt gerade kurz. Aber was soll ich machen, ne? Ich weiß, es gibt natürlich Emulatoren, die das emulieren könnten, aber auf das Gerät, da habe ich da keinen Bock drauf. Entweder das Spiel funktioniert so, wie ich mir das vorstelle, und zwar sofort, oder gar nicht. Okay, ich wollte nur nachgucken, ob hier vielleicht irgendwo ein Koffer ist. Scheint aber nicht der Fall zu sein, aber hier ist ein Zeichen, also das heißt... Da oben ist ein Koffer. Ja, das heißt es. Hey, 1 von 3 von 15 zu 30. Noch nicht allzu viele, wie ich finde, aber was soll ich machen? Ich kann sie mir ja nicht aus dem Hut zaubern. Ich weiß auch wirklich noch nicht, ob ich mir wirklich mal holen sollte. Gibt es ein alternatives Ende, wenn man alle hat? Weil dann würde es sich ja lohnen. Oder gibt es schon mal ein Special-Video, wenn man alle hat? Denn sonst wäre es ja etwas blöd. Warum habe ich das eigentlich gerade angemacht? Oh. Ich sehe schon warum. Ja, genau deswegen. Okay. Coole Idee, Entwickler. Ja, das ist wieder nett. Geil. Weg, 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 weg. Schnell dort runter, sonst werden wir von der Explosion erwischt. Ja, schnell in die Ecke. Und. Ja, jetzt stellt euch mal vor, da standen wir gerade. Das hätte ein ziemlich böses Ohr gemacht. Ja, Türen öffnen anders. Ganz anders. Naja, hoffentlich nicht. Shit! Shit? Fordert Verstärkung an, jetzt! Och nö! Explosion auf Ebene 1! So, hab ich die mal entwaffelt. Entwaffelt hat er das auch mal gesehen, wie man das schön machen kann. Level 2 Max. Nein, 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 schmeiß die Waffe weg. Warum hast du die aufgehoben? Wo hast du die überhaupt her? Das war die nicht weggespielt hat. So, Nummer 2 erledigt. Ich darf kurz warten, bis ich regeneriert habe. Denn meine Challenge existiert immer noch. Okay, ich kann euch ja mal zeigen, wie man mit der Waffe spielt. Aber will ich nichts. Also, will ich nicht. Ich bin meiner Challenge. Hui! Ich bin dann hier vorbei, ich bin dann hier vorbei, ich hab da hinten eine rote Tür gesehen. Ich hab keine Ahnung, wo lang. Aber hier scheint eigentlich das gut zu sein, nämlich die Gegner. Ey, ich hab dich entwaffnet. Nein, 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 nein. Ich hab dich entwaffnet, ich hab dich entwaffnet, du bist, ich hab's. Ach, na nicht. Dann machen wir es halt hier nochmal so. Ah, komm, direkt mit dir. Das Problem ist, dass du zwar auf mich schießen kannst, aber dass dein Problem nicht so ist. Ha! Jetzt siehst du mich nicht, vielleicht ist es noch mein Vorbau, das war's auch. Ja. Okay. Weiter geht's. Nein, nein. Erstmal muss ich ihn da oben loswerden. Der nervt mich einfach den Rand. Viel besser. Hey, du. So. In your face. Tschüss. Da unten ist noch mal einer, den sehe ich schon. Muss ich denn noch irgendwie wirklich lang? Ich weiß es nicht. Dann gehen wir erstmal hier durch die Tür. Was gibt's hier Schönes? Oh. Nett. Guck mal, ich bin hinter dir, aber du wusstest, dass ich da lang komme. Deswegen hast du dir schon direkt gedacht, heißt du mir doch mal den Mann! Hört doch auf damit. Das ist voll gemein, sowas. Ja, das. Los, ein klitzekleines Manko, was wir jetzt mittlerweile auf. Genau, genau, ist klar, ist klar, Kollege, aber sonst geht's noch, oder was? Nein, ja. Das ist ein kleines negatives Manko, was mir aufgefallen ist, was euch glaube ich auch schon aufgefallen ist. Die KI weiß immer, wo wir sind. Ja, sowas kann extrem nervig sein. Oh, und ja. Ha. Den haben wir ganz stylisch ausgelotet. Komm, den nächsten kriegen wir doch auf die gleiche Art und Weise mehr oder weniger, oder?
Nein, komm mal nicht rüber. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Da war doch hier gerade nur einer, oder nicht? Da! So. Hier hören wir mal die Waffe auf. Vielleicht hören wir auch mal. Soll ja keiner behaupten, ich würde euch nicht die Waffen zeigen. Nope. Hier. Gut, damit war es nur noch einer. Und was macht man mit einem? Genau, man weicht ihn jetzt aus. Näher ziehen. Näher ziehen. Mal näher ziehen. Denn das interessiert ihn ja nicht weiter, dass er hier nicht mehr. Nein. Ja, auf damit. Da hat er mich angeguckt. Der hat sich gedacht, schau mir die Augen. Und jetzt suchen wir erstmal den Koffer. Ich muss doch, hier ist doch bestimmt nochmal ein Koffer. Nein, das ist keiner. Es war aber auch zu offensichtlich, dass hier etwa eine hätte sein können. Nein, man muss ja nur auf sich stellen. Also hier. Nein. Aber das war gut stand. Nein, das war nicht so aus. Ja, was macht man dann natürlich? Genau. Man macht die Tür kaputt. Man macht die Tür kaputt. Genau, man macht das Glas kaputt. Ja. Toll. Die Tür geht nicht auf. Aber so fahren wir. Fahrstuhl. Fahrstuhl! Yay! Fahrstuhl-Power! Ah, Fahrstühle. Wie ich sie liebe, wie ich sie hasse, wie ich sie vermisse. Nicht. Selbst in Resident Evil 5 verfolgen sie mich. Und Ali. Jetzt auch. Ali guckt ja auch Mirror's Edge. Ali, hi! securing your world. Prindello. Prindello. Das ist also... ja, die Bösen sind Prindello. Von Prindello. City 8 Channel News. Hurley News Updates. Stündlich neue Updates. Callaghan. Finis Coronat Opus. Das hört sich lateinisch an. Wenn jemand weiß, was das heißt... Darf er mir das natürlich sehr gerne verraten. Und wir sind angekommen, deswegen können wir jetzt auch unsere Hände wieder zeigen. Die Firma Pirandello Kruger wurde autorisiert, bis zur erneuten Verhaftung von Kate Connors weitere Einheiten hinzuzuziehen. Es gibt Gerüchte, dass die Vermisste... Bis zur Verhaftung von Kate Connors? Die wurde schon verhaftet, das war doch... Wie heißen Connors? Au. Gute Arbeit. Wer ist durchsuchen. Wer bist du? Erschießen Sie mich auch? Ach, nein. Er ist das. Sie sind Kates größte Hoffnung. Nee, doch nicht. Waren das Ihre Leute? Nein, die sind von PK, Pirandello Kruger, privater Sicherheitsdienst. Was geht hier vor, Miller? Der Mord an Pope. Hat sich herausgestellt, dass Sie einen Insider hatten. Ropeburn? Ja, Sie hatten recht. Ich habe selbst versucht, Antworten zu bekommen. Aber warum Kate? Sie brauchten einen CPF-Cop als Popes Mörder. Keine Zeit für Erklärungen. Gehen Sie mit dieser Kommunikationseinheit aufs Dach. Dahin haben Sie Kate gebracht. Ich melde mich, wenn es sicher ist. Ich halte Sie auf. Das Dach. Ja. Gehen Sie. Jetzt. Okay, ja, machen wir. Auch wenn du irgendwie eine ganz komische Stimme jetzt gerade hattest oder gar nicht. Juhu! Ja, toll. Ab aufs Dach, Leute. Oh, da ist ein Stuhl. Warum ist hier bitte schon wieder so ein Zeichen? Wo ist der Koffer versteckt? Ja. Ha! Cool. Direkt den richtigen Weg genommen für den Koffer. Au. Mal kurz auf Rot gucken. Okay. Das wird knapp. Das werden wir wahrscheinlich nicht in dieser Folge schaffen. Da ich ja noch nicht mal eine Ahnung habe, wo lang. Oh, Kate, jetzt wollte ich schon Kate sagen. Ja. Bewegung. Wo sollen wir lang? Ja, haha. Ist klar, Leute. Ist klar. Hör auf mich zu... Ja, okay, gut. Gut, Leute, ich denke mal... Das machen wir in der nächsten Folge weiter. Ich bin Herr 9680, wir spielen Message. Bis dann.